dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich lese heute ein weiteres Kapitel aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien, Kapitel 5, die ökumenischen Gefahren. Das ist ein sehr interessantes Kapitel, wie bis jetzt die anderen Kapitel auch, und ich glaube auch, dass es in der Zukunft so sehr interessant weitergeht, soweit ich das Buch bis jetzt studiert habe. Ich hoffe, dass es euch, meinen Zuschauern und Zuhörern, auch gefällt und dass der eine oder andere vielleicht mitliest. Und ich freue mich immer auf die Kommentare, die ich kriege. Kann ich bis jetzt noch nicht erfahrungsmäßig drüber sprechen, weil ich habe noch kein einziges Video hochgeladen bis jetzt. Wir schreiben heute den 12. September und ihr werdet sagen, ja, warum nimmt ihr das so lange vorher auf? Ja, weil ich ein bisschen vorarbeite. Ich habe noch ein paar andere Projekte, die ich habe und die ich lesen will, noch andere Bücher, noch andere Videos, die ich machen will. Und wenn ich ein bisschen vorarbeiten kann, ist das ja ganz gut soweit. Von daher weiß ich nicht, wie das Buch bis jetzt angenommen wird, aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen, weil es macht unglaublich viel Spaß, diese Sachen zu lesen. Und nicht nur Spaß, sondern es ist vor allen Dingen unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig, den Leuten heutzutage zu erzählen, nicht nur wer ihr Freund ist, dass das Jesus Christus ist, das wissen die meisten, glücklicherweise, aber viele sind halt immer noch gefangen in dieser Zukunftslehre des Antichristen, die seit 1590 von den Jesuiten ganz weltweit gelehrt wird, auf der Basis des Buches von Francisco Ribera. Und viele Leute denken auch, dass sie in einer Kirche Hilfe finden oder Erlösung finden. Und leider ist das so überhaupt nicht mehr der Fall, nachdem alle Kirchen mehr oder weniger infiltriert sind von den Jesuiten, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die ökumenische Bewegung in eine höhere Gangart gebracht hat oder überhaupt richtig erst von Start gebracht hat und eben dafür sorgt, dass all die sogenannten protestantischen Denominationen zurück unter die Mutterkirche Roms führen. Und deswegen lesen wir jetzt in Kapitel 5 auch in ökumenische Gefahren genau darüber. Und Menschen, die ihre Augen öffnen und ihre Ohren öffnen, also Augen zum Sehen und Ohren zum Hören haben,
können davor vor dieser Wahrheit im Grunde auch ihre Ohren und Augen nicht verschließen. Jeder sieht es, wenn er mit offenen Ohren und Augen durch diese Welt geht. Aber das Buch von Michael Desemlian, Alle Wege führen nach Rom, kann uns sicher dabei helfen, Dinge noch ein bisschen besser zu sehen. Vor allen Dingen eben auch aufgrund der Geschichte, die hierbei erzählt wird. Aber dann fahre ich jetzt mal ohne große weitere Einleitung fort. Mit dem Kapitel 5 auf Seite 69 für diejenigen, die ein eigenes Buch haben und darin gerne mitlesen möchten. Die Gefahr, dass evangelische Christen sich genötigt sehen, lehrmäßige Kompromisse einzugehen, wird durch die Tatsache gesteigert, dass die griechisch-orthodoxe Kirche, ein Gründungsmitglied des Weltkirchenrates, weitgehend an den gleichen Traditionen hängt wie Rom. Was ist an denen dann orthodox? Die orthodoxische Kirche hat sich in 1054 von der römisch-katholischen Kirche abgeteilt. Und das Problem ist, dass die Basisdoktrin in der orthodoxen Kirche dasselbe ist oder dieselbe ist wie in der römisch-katholischen Kirche. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Nämlich abgesehen von dem Hauptstreitpunkt der Vergangenheit, der päpstlichen Oberherrschaft, gibt es wenig wirkliche Unterschiede im Dogma zwischen der römisch-katholischen, der griechisch oder anderen, also auch zum Beispiel der russisch-orthodoxen Kirchen. Seit Einführung der äußerst erfolgreichen alternativen Liturgie, das heißt Alternative Service Book, ASB, in der die Worte des Kommunionsgottesdienstes mit denen in der römisch-katholischen Messe gebrauchten nahezu übereinstimmen, trifft katholische Lehre innerhalb der anglikanischen Kirche auf immer weniger Widerstand seitens der evangelischen Christen. Anglo-Katholiken sind auf nationaler Ebene gut organisiert und haben durch Verbände wie Kirche in Gefahr den ökumenischen Prozess vorangetrieben. John Selwyn Gummer, ein ehemaliger Minister des Kabinetts und einflussreiches Mitglied der anglikanischen Synode, sprach für die große Mehrheit der heutigen Anglo-Katholiken. Zitat: Unsere Geschichte, unsere Religion, unsere Zivilisation stammen alle aus derselben gemeinsamen Quelle des westlichen Christentums. Unsere römisch-katholischen Brüder arbeiten mit uns gemeinsam unter der inspirierten Führung des Papstes an der Aufrichtung des Reiches Christi. Ende Zitat. Also, unsere Geschichte, Religion und Zivilisation stammen alle aus derselben gemeinsamen Quelle, das stimmt, des westlichen Christentums. Ja, das ist die Frage, was man als Christentum bezeichnet. Wenn man eben römischen Katholizismus als Christentum nimmt, dann ist das ja nicht so ganz richtig, wie ihr ja inzwischen schon gelernt habt. Denn Katholizismus ist nicht Christentum. Und dann fährt er fort, unsere römischen katholischen Brüder arbeiten mit uns gemeinsam unter der inspirierten Führung des Papstes an der Aufrichtung des Reiches Christi. Tja, der Papst kann nur ein Reich Christi aufbauen auf dieser Welt. Jesus Christus aber sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, weil wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Menschen für mich kämpfen. Ja? Also immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Da sieht man ganz deutlich, wie auch hier schon wieder der Abfall drin ist und wie die römisch-katholische Doktrin von den Anglikanern, also von der englischen Kirche im Grunde übernommen wird. Ecclesia, die Gesellschaft für Anglo-Katholiken in Großbritannien, äußerte in ihrem Rundbrief im Zusammenhang mit der Diskussion um die Möglichkeit weiblicher Priester in der Church of England, dass, Zitat, es viele gibt, die zu der Einsicht kommen werden, dass für eine abtrünnige Church of England der Weg nach Rom der richtige ist. Ende Zitat. Und hier ist ja nun ganz deutlich zu sehen, dass sie sagen, dass für eine abtrünnige Kirche von England der Weg nach Rom der richtige ist. Wie kann denn der Weg nach Babylon, der Weg in den Abfall, der richtige sein, wenn man die Doktrin von Rom kennt? Ich glaube, wir gehen auch später noch in diesem Artikel auf die 39 Artikel der anglikanischen Kirche ein. Und da werde ich wahrscheinlich auch mal ein eigenständiges Video drüber machen. Und so toll sind die 39 Artikel auch nicht, obwohl sie teilweise von Reformern der damaligen Zeit mitgeschrieben wurden. Die herrschende Macht der Liberalen in der anglikanischen Führung und deren Sympathie für die multireligiöse Bewegung
haben die Aufmerksamkeit der Nachfolger Christi von dem abgelenkt, was sich als die größere Gefahr herausstellen könnte, nämlich von der Verführung durch Irrglauben, vor der wir von Jesus zweimal gewarnt werden. In Matthäus 24, Vers 4, 23 und 24. Zitat: Wenn da jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn mancher falsche Christus und falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie auch die Auserwählten in die Irre führen würden, wenn es möglich wäre. Ende Zitat. Das war unser Herr, Jesus Christus, der hier gesprochen hat. Und ein Beispiel darüber, wenn man sagt, wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, ist die Eucharistie, in der der römisch-katholische Priester mit den Worten hoc est corpus meum Jesus Christus sozusagen von seinem Thron im Himmel herunterholt und in die Oblate verwandelt mit diesen sogenannten Worten hoc est corpus meum und damit sagt, dies ist Christus, die ganze Göttlichkeit, die ganze Menschlichkeit, sein Fleisch, sein Blut, seine Seele, das ist der ganze Christus. Das ist die Lehre der Eucharistie. Diese Lehre in der Eucharistie und das so zu glauben, wie ich gerade gesagt habe, ist ein Dogma der römisch-katholischen Kirche. Und jeder, der das nicht glaubt, wurde im Konzil von Trient verdammt. Und das Konzil von Trient wurde im Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nur wiederholt. Das heißt, sie halten an derselben Doktrin immer noch fest. Und jeder, der nicht glaubt, dass wirklich in diesem Brot der wirkliche, echte Jesus Christus ist, ist von der römisch-katholischen Kirche verdammt. Das ist aber doch nicht das, was Jesus gelernt hat. Und das ist ein Beispiel dafür, wenn er sagt, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, hier, in diesem Brot, hier ist er. Ich habe ihn gerade in dieses Brot verwandelt. Das sagt der römisch-katholische Priester. Der Autor fährt fort, die Ökumeniker der ARCIC haben es fertiggebracht, alle Unterschiede zu überwinden, mit Ausnahme der Unfehlbarkeit des Papstes. Das Primat, die päpstliche Vorrangstellung, wird als möglicher Kompromiss gesehen, der von der anglikanischen Führung bereits angenommen ist. Das nahezu völlige Abrücken des Interchurch-Prozesses von der reformierten Position ist folgenschwer und trägt sehr zur Schwächung einer Kirche bei, die ohnehin schon in offensichtlichen Schwierigkeiten steckt. Werden heidnische Traditionen erneuert oder werden diese heidnischen Traditionen abgelehnt? Das fragen sich jene, die das Andenken Cranmers, Latimers und Ridleys, dieser Mitverfasser der 39 Artikel der Church of England und Märtyrer für den protestantischen Glauben in Ehren halten, denn sie sehen die Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholt. Also hier kam die Erwähnung der 39 Artikel der anglikanischen Kirche. Ich habe mir die heute im Internet mal rausgesucht und habe sie durchgelesen, und also zum Teil zumindest, weil nach den ersten paar wurde mir schon ganz komisch. Das ist teilweise, aber eben größtenteils nicht alles biblisch, was da drin steht, obwohl es gegen den Katholizismus geht. Deswegen werde ich wahrscheinlich mal ein eigenständiges Video über diese 39 Artikel machen. Dann werde ich sie vorlesen und dann kann sich jeder selbst seine eigene Meinung darüber bilden, ob das jetzt protestantisch ist, ob das biblisch ist oder ob das doch Kompromisse sind, die in diesen 39 Artikeln stehen, obwohl solche fantastischen Reformatoren wie Cranmer, Latimer und Ridley die Mitverfasser der 39 Artikel waren. Die prophetischen Schriftstellen über die Endzeit machen deutlich, dass Männer und Frauen noch einmal berufen sein werden, für ihren Glauben zu sterben. Viele Kritiker der Ökumene sagen voraus, dass Kircheneinheit unter der Oberherrschaft Roms schnell zu einem erneuten Ausbruch von Scheinheiligkeit einerseits und Verfolgung andererseits führen werde. Sie glauben, dass die politische Macht, die der Katholizismus hinter den Kulissen ausübt, bereits jetzt weit unterschätzt wird und dass, wenn Kirche und Staat wieder vereint sind, eine solche Machtvereinigung unwiderstehbar sein wird. Auf diesen letzten Absatz muss ich eben noch mal ein wenig eingehen, weil hier bestätigt Michael de Semlien genau das,
was ich von Anfang an immer schon gesagt habe. Die politische Macht, die der Katholizismus hinter den Kulissen ausübt. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass der römische Katholizismus, dass die Kirche von Rom nichts anderes ist als das politische Imperium von Rom, das heidnische Imperium von Rom, das das Christentum im Grunde gekidnappt hat und sich mit dem Mantel des Christentums darunter verborgen hat. Nichts anderes haben sie gemacht. Sie konnten die Christen nicht überwinden, sie konnten sie nicht auslöschen in ihren Kriegen, haben sie gesagt, okay, wir machen das Christentum zur Staatsreligion. Aber sie haben in diese Staatsreligion all ihre heidnischen Traditionen eingeführt, all ihre heidnischen Götter, die auf einmal keine römischen Götter mehr waren dann, sondern halt die Heiligen der römisch-katholischen sogenannten christlichen Kirche. Aber die politische Macht, die der Katholizismus hinter den Kulissen ausübt, ist die Macht, die dafür sorgt, dass alle Premierminister, Präsidenten, Bundeskanzler, Könige, Königinnen zum Papst gehen, schwarz gekleidet und dem Papst ihre Allianz ausdrücken, ihre, wie sagt man das im Deutschen, jetzt komme ich nicht auf das Wort, Treue und Gehorsamkeit gegenüber dem Papst bezeugen, durch dahin zu gehen und ihm den Ring zu küssen und schwarz gekleidet zu sein, was ein Zeichen der Untergebenheit darstellt. Es stellte mal jemand die Frage, ja, wie viel Armeen hat denn der Papst? Der hat doch gar keine Armeen. Er braucht keine Armeen, wenn er die Armeen der ganzen Länder befehligt, durch die Führer der ganzen Länder. Wenn der Papst die Vereinigten Staaten von Amerika in der Tasche hat und die anderen Länder, dann hat er auch die ganzen Armeen dieser Länder und kann sie gegeneinander ausspielen. Derjenige, der das Spiel Risiko kennt, Risk, der kann sich da ein Bild von machen, wie das ist, wenn man die Kontrolle über die anderen Armeen hat, ohne selbst Armeen haben zu müssen. Für den Papst ist die ganze Welt ein einziges Risikospiel, nur für ihn ist es ohne Risiko, weil er hat eben die Macht. Aber ich finde diesen Satz halt sehr, sehr wichtig, deswegen wiederhole ich hier den letzten Absatz nochmal eben. Viele Kritiker der Ökumene sagen voraus, dass Kircheneinheit unter der Oberherrschaft Roms schnell zu einem erneuten Ausbruch von Scheinheiligkeit einerseits und Verfolgung andererseits führen werde. Sie glauben, dass die politische Macht, die der Katholizismus hinter den Kulissen ausübt, bereits jetzt weit unterschätzt wird und dass, wenn Kirche und Staat wieder vereint sind, eine solche Machtvereinigung unwiderstehbar sein wird. Genau da gehen wir hin. Wenn wir nach Amerika schauen, sind die Kirchen alle 501c3 steuerbefreiter Status Organisationen. Das sind Staatsagenturen. Das heißt, Kirche und Staat arbeiten zusammen. Und in Deutschland, wie ist es denn da? Doch auch nicht viel anders. Sobald ich arbeite und Geld verdiene, muss ich Kirchensteuer bezahlen, außer ich lasse mich davon befreien. Das geht ja im Augenblick noch. Zumindest ging es bei mir, als ich damals in der Lehre war. Das war das Erste, was ich gemacht hatte. Ich sagte, warum gebe ich der Kirche Geld? Gebt der Kirche kein Geld. Aber neben der Kirchensteuer finanziert der Staat, die Regierung besser gesagt, sowieso die Kirche mit allen möglichen öffentlichen Geldern. Die arbeiten zusammen. Man muss nur die offenen Augen haben, um es zu sehen. Und die ganzen Politiker, die wir haben, werden unter Kontrolle gehalten durch die Diözesen, die wir haben in unserem Land und die es gibt in den Vereinigten Staaten von Amerika, die es überall gibt. Das ist die sogenannte Schattenregierung. Und wehe, 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 wenn das erstmal richtig seine Früchte trägt, wenn Kirche und Staat ganz offiziell wieder dasselbe sind, wenn also der Staat sagen kann, was du tun darfst, was du glauben darfst und was du nicht glauben darfst. Dafür blende ich einmal ein Bild hier in dem Video ein, das ihr sicher schon gesehen habt. Das ist zwar Englisch, aber das kann man ja lesen, ist ja nicht so schwer zu verstehen. Das ist in Russland jetzt seit 2016, das Gesetz ist noch gar nicht mal so alt, das ist erst ein paar Monate alt jetzt im September, dass es in Russland verboten ist,
zu evangelisieren außerhalb der Kirche. Das heißt, ich darf nicht, wenn ich mich mit jemandem irgendwo in der Kneipe treffe oder wenn ich mich mit jemandem übers Internet oder sonst wo treffe, evangelisieren. Das heißt, ich darf nicht die Botschaft von Jesus Christus verbreiten. Evangelisation außerhalb der Kirche ist in Russland verboten. Dass man nur zu denjenigen gesagt, die alle immer finden, dass der Putin so ein toller Mann ist. Ja? Der ist genauso kontrolliert, wie alle anderen hochrangigen Politiker kontrolliert sind. Vom Vatikan. Und der Autor fährt fort, wo Protestanten heute verfolgt werden. In protestantischen Ländern wie Großbritannien und den USA erscheint die römische Kirche gemäßigt und tolerant, übrigens auch in Deutschland. Aber in katholischen Ländern wie Peru, Chile, Argentinien, Kolumbien, Mexiko und afrikanischen Ländern wie Uganda und Sambia, denen es auch an Erfahrung mit der Demokratie mangelt, wo aber die katholische Kirche stark ist, hat sich die andere Seite Roms in Intoleranz und Grausamkeiten gegen Protestanten gezeigt. Und das haben wir ja auch im letzten Kapitel schon ein wenig gelesen, wo es ging um die Tradition und wir ja gelesen hatten, wie teilweise die Verfolgung in anderen Staaten aussieht. Nun, Tatsache ist, dass in solchen Ländern protestantische Missionare ihres Glaubens wegen verfolgt, manchmal gefoltert und getötet werden. Ob nun solche Geschehnisse als die Ausfälle marxistischen Aufruhrs oder der Befreiungstheologie hingestellt werden, wenn sie überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen, es wird ihnen gewiss keine angemessene Berichterstattung in der westlichen Presse zuteil. Natürlich nicht, weil wir wissen ja, dass durch Miranda Prosos und Inter Mirifica die Presse immer nur unter der Kontrolle der römisch-katholischen Kirche ist, die meint und von sich behauptet, das Geburtsrecht für alle Medien zu haben. Für Presse, Rundfunk, Fernsehen, Filme, Internet und so weiter. Es ist der römisch-katholischen Kirche ihr Geburtsrecht, um alle diese Medien zu besitzen. Das steht in den offiziellen Enzykliken von Papst Pius XII. Und von dem Nachfolger Johannes dem 23. Aber um hier jetzt mal eben ein Beispiel zu nennen, dass so viele Dinge in der westlichen Presse eben nicht gebührend berücksichtigt werden. Das Blutbad, das Fanatiker in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts unter evangelischen Christen in vielen Teilen Mexikos anrichteten, ist dem nicht unähnlich, was uns von dem Bartholomäus-Massaker an französischen Hugenotten im 16. Jahrhundert überliefert ist. Ihr erinnert euch sicher an 1572, die Heirat von Marie Antoinette, die gebraucht wurde, um innerhalb weniger Wochen 100.000 Protestanten in Frankreich abzuschlachten. Die Gräueltaten wurden damals von der mexikanischen Zeitschrift Tiempo berichtet, einem vielgelesenen nicht-religiösen Nachrichtenmagazin in Mexiko-Stadt. Auch die katholischen Zeitungen Excelsior und Zocalo schrieben über diese Ausschreitung. Excelsior berichtete auch, dass ein 35-jähriger Prediger und sein junger Begleiter die christliche Traktate verteilten, am 15. Januar 1989 von mehr als 100 wütenden Katholiken zu Tode gesteinigt wurden. Keiner der Angreifer wurde verhaftet, obwohl die Staatsregierung behauptete, die meisten von ihnen identifiziert zu haben. Am Mittag des 24. Februar 1991 zerstörte eine mit Knüppeln, Äxten und Macheten bewaffnete Meute die Häuser von 17 presbyterianischen Familien des indianischen Zeltalstammes, Entschuldigung, in Südmexiko. So berichtet der Presbyterianer Pastor Petro Arias. Informationen aus Amatenango del Valle, wo sich der Vorfall ereignete, So berichtet der Presbyterianer Pastor Petro Arias. Informationen aus Amatenango del Valle, wo sich der Vorfall ereignete, offenbarten, dass für die Geschehen verantwortliche römisch-katholische Gruppe die Presbyterianer aus der Stadt vertreiben wollte und angab,
Sie wollten mit Protestanten nichts zu tun haben. Hunderte evangelischer Christen, so berichtet Evangelical Times, sind in den letzten Jahren nach Streitigkeiten um die Ausübung ihres Glaubens aus ihrem Besitz verjagt worden. Nachzulesen in der Evangelical Times vom Mai 1991. In Kolumbien kam 1948 mit Hilfe der römisch-katholischen Kirche eine reaktionäre Regierung an die Macht. Ein Konkordat mit dem Vatikan wurde unterzeichnet, das den Protestanten strenge Einschränkungen auferlegte. Von 1948 bis 1959 wurden 116 Protestanten getötet, 66 protestantische Kirchen und Kapellen niedergebrannt oder zerbombt und über 200 Schulen geschlossen. Aus dem Bericht des Evangelischen Bundes in Kolumbien vom 26. Juni 1959. Der Vatikan schien diese Vorgänge gut zu heißen, denn der Erzbischof von Bogotá wurde 1960 von Papst Johannes dem 23. zum Kardinal ernannt. Und das können wir nachlesen in Lorraine Bettner, Roman Catholicism, das Buch aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Leider nicht in Deutschland erhältlich, oder besser gesagt in Deutsch, in Deutschland schon, aber nicht in Deutsch. Das habe ich mir vorgenommen, in Englisch auch mal lesen, das Buch. Fast 500 Seiten, das ist ein ziemlich monumentales Werk. Wie sieht's in Afrika aus? Die Gemeinschaft der Jünger Christi berichtete im August 1990 von den Schwierigkeiten, denen Evangelikale in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, eines Landes, das sie als eine Hochburg des Katholizismus beschrieben, ausgesetzt waren. Zitat: Wir sind eine Gruppe von Jüngern aus verschiedenen Pfingstkirchen, die sich täglich zur Jüngerschaftsschulung, schwieriges Wort, treffen. Wir sind sehr beunruhigt, weil dieses Land mit seiner Bevölkerung von 17 Millionen zu 50% aus Katholiken besteht. Unsere Tage hier sind gezählt. Dies ist unsere einzige Möglichkeit, den Leib Jesu Christi zu alarmieren und zu warnen. Schon haben die römisch-katholischen Bischöfe den wahren Christen die Benutzung der Medien untersagt. So groß ist ihr Einfluss, dass sie sogar dahingehend auf die Regierung einwirken können. Ende Zitat. Nun, wir sind uns ja alle bewusst über die Berichterstattung, die die letzten 20 Jahre aus Ländern wie Kongo und dem angrenzenden Uganda kommen. Und wo es immer geht und die Tutus gegen die Stämme, wo der eine Stamm gegen den anderen stampft und kämpft und der eine den anderen abmurkst, wie uns das immer erzählt wird. Was sie uns nicht erzählen, ist dahinter, dass sich dahinter im Grunde ein Glaubenskrieg verbirgt, wo entweder liberale Katholiken oder Protestanten abgeschlachtet werden. Das ist eben das eine, was in der offiziellen Presse verlautet wird, und das andere, was wirklich dahinter steckt. Ein Evangelist in Sambia, dessen Name unbekannt blieb, schrieb an Worldwide Gospel Outreach in Santa Fe, New Mexico, in ähnlicher Weise, Zitat: Mein Land ist in Elend gestürzt. Der Leib Christi erlebt ständig Anschläge. Es stimmt, der Katholizismus beherrscht das Land. Die Politik in ihren sozialen und geistlichen Bereichen ist an den Vatikan verkauft. Jeder Versuch zu evangelisieren wird vereitelt. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass die Katholiken durch ihre Agenten im Parlament ein Gesetz durchgebracht haben, das die Gründung jedes anderen christlichen Werkes verbietet. Die religiöse Freiheit geht langsam unter und das Ansehen des Papstes wächst. Ende Zitat. All das scheint sich für die römische Kirche gut bezahlt zu machen. Während der Rundreise des Papstes durch afrikanische Länder im Jahr 1990 gab die Presseagentur Reuters bekannt, dass die Zahl der Katholiken in Afrika von 55 Millionen im Jahre 1980 auf 79 Millionen im Jahre 1990 angewachsen sei und voraussichtlich gegen Ende des Jahrhunderts die 100-Millionen-Grenze überschreiten werde. So, da habe ich mir mal eben die Mühe gemacht, kurz im Internet nachzuschauen und lese das jetzt mal eben live vor, was ich mir gerade rausgesucht habe. Da gestaltet sich die Situation in Afrika schon dynamischer. Die Zahl der Katholiken hat sich dort verdreifacht. Aus den circa 55 Millionen im Jahre 1978 sind 2004 schon knapp 149 Millionen geworden.
Diese Entwicklung, die nur zum Teil auf rein demografische Faktoren zurückgeführt werden kann, spiegelt ein effektives Wachstum der getauften Gläubigen wider. Die Katholiken, die 1978 in Afrika noch 12,4% der Bevölkerung ausmachten, beliefen sich 26 Jahre später auf fast 17%. 149 Millionen. Also der Autor hat das gar nicht mal so schlecht eingeschätzt hier, wenn er meinte, dass gegen Ende des Jahrhunderts die 100-Millionen-Grenze überschritten werde. 2004 149 Millionen. Jetzt sind wir 2016. Könnt ihr ja mal selbst nachforschen, wie viele Katholiken es inzwischen in Afrika gibt. Wir gehen nach Spanien. Ein bisschen dichter bei Deutschland. Es ist erst ein Vierteljahrhundert her, dass 1964 in Spanien ein Lagerhaus mit Bibeln der British and Foreign Bible Society durch Regierungsbeamte angezündet wurde und niederbrannte. Zu der Zeit waren Protestanten von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Berufsbereiche wie Medizin, Pflegedienste, Justiz, Schul sowie Bankwesen waren für sie meistenteils verschlossen. Protestantische Schulen waren verboten. Ebenso in vielen Städten protestantische Hochzeits- und Begräbnisgottesdienste. Protestantische Literatur durfte nur mit Genehmigung veröffentlicht oder verteilt werden. Über die damalige Situation in Spanien schrieb der amerikanische Soziologe Paul Blanchard, Zitat: Derselbe Papst Johannes der 23., der amerikanische Bischöfe in Amerika verkünden lässt, dass sie die Trennung von Kirche und Staat in diesem nicht-katholischen Land befürworten, hält seine spanischen Bischöfe dazu an, im katholischen Spanien eine genau entgegengesetzte Politik zu verfolgen. Der Vatikan und die Franco-Regierung versagten gemeinsam allen protestantischen Kirchen und jüdischen Synagogen jene Freiheiten, an die amerikanische katholische Kirchenführer zu glauben vorgaben. Ende Zitat. Die Situation hat sich seit der Ablösung des faschistischen Franco-Regimes durch die neue Demokratie gebessert. Dennoch ist religiöse Diskriminierung in vielen Teilen Spaniens an der Tagesordnung. Es ist erst wenige Jahre her, dass Protestanten Zugang zu dem heiligen Boden öffentlicher Friedhöfe gewährt wurde, die gewöhnlich von der römisch-katholischen Kirche betrieben oder verwaltet werden. Bis dahin waren sie gezwungen, ihre Toten auf öffentlichen Grundstücken für Atheisten, Verbrecher und Arme zu begraben. In anderen, vornehmlich katholischen Ländern mit demokratischer Tradition wie Italien, Frankreich, wo der Katholizismus meist nur dem Namen nach besteht, und Süddeutschland nehmen protestantische Minderheiten einen klaren Stand gegen die ökumenische Bewegung ein, wenn sie auch gegen einen sehr kräftigen Strom schwimmen. Schwer erkämpfte Freiheiten verhindern heute Verfolgung. Doch, wie uns die Geschichte lehrt, kann die Aufrichtung faschistischer und totalitärer Regime sehr schnell religiöse Verfolgung entfesseln. Da muss man nur mal gucken, was im Dritten Reich passiert ist. Ne? Und wer da mehr zu lernen will, den verweise ich auf meine englische Lesung des Buches Behind the Dictators. Da kann man das schön nachverfolgen. Ein Brief des Pastors einer evangelischen Kirche in Mittelitalien an die Zeitschrift der Church Society Cross and Way Magazine, veröffentlicht gegen Ende des Jahres 1990, schildert sehr gut die protestantischen Aussichten in einem überwiegend römisch-katholischen Land. Zitat: Wir glauben, dass viele von denen, die diesen Schritt in Richtung Einheit mit dem Vatikan befürworten, sich der wahren Natur des Katholizismus nicht bewusst sind. Wahrscheinlich ist ihre Erfahrung begrenzt auf Begegnungen mit offiziellen Vertretern der römisch-katholischen Welt, während sie in völliger Unkenntnis dessen bleiben, was es heißt, in einem Land zu leben, wo der Katholizismus die vorherrschende Religion ist. Was den unglaublichen Einfluss des Vatikans auf die Gesellschaft in Italien betrifft, ist Folgendes nur die Spitze des Eisberges. Die römisch-katholische Kirche unterstützt offen die Partei, die in der Koalitionsregierung die relative Mehrheit hält und diktiert viele ihrer Entscheidungen. Während der Wahlen werden Katholiken offen von den Kanzeln aus angeleitet, für die besagte Partei, und wir sprechen hier über die Christdemokraten, zu stimmen. Und durch die Partei kontrolliert die Kirche die meisten großen Fernseh- und Rundfunkkanäle auf nationaler Ebene. Schaut doch mal ein wenig rum
kleiner Kommentar jetzt eben abweichend von mir hier, schaut doch mal ein wenig rum über Silvio Berlusconi. Ein sogenannter Medienmagnat und jahrelanger Ministerpräsident von Italien. Und da wir wissen, wie die römisch-katholische Kirche die Medien beherrscht, ist es ja wohl zweifelsfrei, dass Silvio Berlusconi ein Katholik war, oder? In Italien. Ja? Wie das alles zusammenpasst, wenn man die richtigen Punkte miteinander verbinden kann, ne? Aber fahren wir fort hier. So wurden Millionen von Italienern durch voreingenommene Berichterstattung beeinflusst. Ja, nicht nur Italiener werden durch voreingenommene Berichterstattung beeinflusst. Jeder, der Fernsehen schaut, wird durch voreingenommene Berichterstattung beeinflusst. Propaganda funktioniert über die Medien. Ja? Die tragische Situation in Nordirland ist ein weiteres offensichtliches Beispiel hierfür. Während in protestantischen Ländern die Reformation bis heute ihr Gepräge in der Gesellschaft hinterlassen hat, haben jene Länder, die wie Italien unter päpstlicher Herrschaft geblieben sind, gewöhnlich eines gemeinsam: einen absoluten Mangel an Rücksicht gegenüber solchen, die nicht ihre religiösen Ansichten teilen. Evangelische Christen in Italien haben wenig oder keinen Zugang zu den Medien und erleben oft, dass ihnen das Recht, ihren Glauben frei zu bezeugen, von den Behörden versagt wird, während die römisch-katholische Kirche völlige Freiheit und weitreichende finanzielle Vorteile von Seiten des Staates genießt. Ende des Zitats des Briefs des Pastors einer evangelischen Kirche in Mittelitalien. Die fortgesetzte Verfolgung winziger Minderheiten Evangelikaler durch den Staatskatholizismus hebt sich krass von der wohlwollenden Toleranz ab, die Katholiken in westlichen protestantischen Ländern genießen. Spanien war das Land, wo die Inquisition am schlimmsten wütete. Doch auch in vielen anderen Teilen der Welt war diese Einrichtung äußerst erfolgreich in der Unterdrückung von Völkern und Nationen. Ihr Tribunal wurde nie aufgehoben, noch hat die römische Kirche je der körperlichen Gewalt zur Durchsetzung geistlicher Ziele abgesagt. Niemals hat es Reue oder Abbitte für die Inquisition gegeben. Wo Unfehlbarkeit herrscht, ist wirkliche Reue unmöglich. Die wahre Kirche ist stets unter Verfolgung gediehen und hat unter benachteiligten Minderheiten ihre meisten Früchte getragen. Die größte Bedrohung für den Griff des römischen Katholizismus und für den Ehrgeiz des Papsttums erwächst wahrscheinlich aus dem sensationellen Wachstum des Evangeliums in Lateinamerika und Afrika und unter den hispanischen und anderen weniger privilegierten Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten. Und das beendet Kapitel 5 aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael Dasemlian. Fahren nächstes Mal fort im Kapitel 6 Papsttum und politische Macht. Und da gehen wir ganz deutlich in das rein, was hier am Anfang schon kurz angesprochen wurde, das ich ja angestrichen hatte, dass die politische Macht, die der Katholizismus hinter den Kulissen ausübt, bereits jetzt weit unterschätzt wird. Papsttum und politische Macht, Kapitel 6, beschäftigt sich genau mit diesem Zustand. Und das wird dann Gegenstand des nächsten Kapitels. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit wünscht euch einen schönen Tag und hofft, dass Gott euch segnet und behütet und dass ihr auf dem schmalen Pfad der Erkenntnis bleibt, anstatt auf die breite Straße nach Rom zu folgen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den 13., Pius den 9.
Ich sehe Ihre lange Folge. Ich höre Ihre unerträglichen Lästerungen. Ich sehe Ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie Sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie Sie hohle Segnungen austeilen, wie Sie Ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe Ihre livrierten Sklaven, Ihre geschorenen Priester, Ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliesen, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System. Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellen. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.